Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Autark Woman. Heute gibt es mal ein bisschen anderes Video und zwar geht es heute ums Geldsparen bei Lebensmitteln. Es ist ja so, dass ich die ganzen letzten Jahre im Prinzip gar nichts mehr eingekauft habe an Obst und Gemüse und Kartoffeln, weil ich alles komplett selber im Garten hatte. Und hier in Norwegen haben wir auch noch Fleisch und Fisch, so echte Selbstversorgung das komplette Jahr über. Aber jetzt sind wir ja umgezogen im letzten Jahr und mussten hier komplett von neuem anfangen. Und da sieht das mit der Selbstversorgung natürlich noch nicht so toll aus. Zumindest, also die Kartoffeln habe ich genug, Fisch und Fleisch auch. Und an Gemüse hatte ich glücklicherweise noch ganz viel in der Gefriertruhe vom Jahr davor. Aber ich musste dieses Jahr das erste Mal seit vielen Jahren Obst und Gemüse dazu kaufen und habe festgestellt, wie unglaublich teuer das geworden ist. Und es ist ja so, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nur Bio essen kann und das ist natürlich noch teurer, vor allem hier in Schweden war es schon teurer, in Norwegen ist es noch viel teurer. Ich weiß, das ist auch in Deutschland teuer, nicht ganz so wie hier, aber es ist wirklich so, die Preise von Lebensmitteln und allem, ich habe jetzt halt mal geguckt, sind extrem angezogen, seitdem ich das letzte Mal vernünftig einkaufen war. Ich werde ja immer wieder gefragt, ja, was ist denn mit Brot und Milch und hier und das und jenes, das braucht man doch. Also Milchprodukte kaufe ich nicht, weil ich vertrage keine Milch. Brot backe ich selber. Ja, dafür brauche ich Mehl. Meine Miniaturliste, die ich immer noch gekauft habe, die letzten Jahre, bestand aus Haferflocken, Mehl, Salz und Öl. Und dann habe ich mir immer noch Popcorn gegönnt, also nicht solche Mikro-Ofen-Popcorn, sondern echte Körner, die man dann selber poppt. Und zwar, weil das halt einfach meine einzige Nascherei ist, die ich mir gönne. Und wir hatten immer nicht genug Äpfel für frische Äpfel für das ganze Jahr. Das heißt also, irgendwann, nachdem dann unsere Lageräpfel aufgebraucht waren, hatte ich dann noch Äpfel dazu gekauft. Und das war's. Und ich habe mir dann auch sonst nie Gedanken darüber gemacht, was das kostet. Ja, bis jetzt. Und deswegen habe ich gedacht, gibt es heute mal ein Video. Tipps zum Geldsparen, was Lebensmittel angeht. Also Tipps, Geldsparen in der Küche. Und mein allererster und größter Tipp ist natürlich aus jahrelanger Erfahrung, das Essen selber anzubauen. Es ist mir bewusst, jeder hat keinen großen Garten, wo er das machen kann, aber im Kleinen kann das tatsächlich jeder. Also Kräuter sind unglaublich teuer und brauchen nicht viel Platz. Die kann man auf dem Balkon anziehen oder auch auf der Fensterbank. Und wenn man das gerne ein bisschen größer machen möchte und keinen eigenen Garten hat, dann gibt es Gemeinschaftsgärten, bei denen man säen kann gemeinschaftlich und gemeinschaftlich ernten kann. Oder man mietet sich einen Acker vom Bauern, was nicht sehr viel Geld kostet. Also wenn man sich das nicht leisten kann, kann man sich auch keine Lebensmittel kaufen leisten. Und man kann sich ein größeres Stück mieten und dann in Parzellen aufteilen und an andere wieder vermieten oder untervermieten. Und sowas gibt es auch schon, wo man halt selber halt Parzellen mieten kann von jemandem, der halt einen Acker hat. So, man hat da schon einiges an Möglichkeiten selber anzubauen, auch dann, wenn man keinen eigenen Garten hat und irgendwo im Hochhaus wohnt. Und es spart einfach unglaublich viel Geld, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also wenn man dann wirklich nur noch ein paar Dinge, 3, 4, 5, 6 Sachen kaufen muss an Lebensmittel, dann spart das schon wahnsinnig viel an Geld. Mein zweiter Tipp ist, geht doch in Bauernhofläden und kauft dort Kartoffeln in großen Säcken und auch Gemüse in größeren Säcken. Das ist auf jeden Fall günstiger, denn man spart sich den Zwischenhändler. Und in Großpaketen ist es sowieso meistens günstiger. Mein dritter Tipp, im Sommer, im Winter geht es natürlich nicht, aber im Sommer kann man auch Wildkräuter sammeln gehen. Giersch, Brennnesseln, Vogelmiere, Hagebutten, ja, da gibt es richtig viele Sachen, da muss man sich natürlich auskennen, das ist klar, also das ist nicht für jeden. Beeren sammeln kann man. Vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, dem das gefällt und zusätzlich kommt man raus an die frische Luft und man spart einiges an Geld. Thank you.
Mein vierter Tipp sind anderer Leute Gärten. Nein, ich meine natürlich nicht, dass ihr klauen gehen sollt. Und zwar meine ich, es gibt unglaublich viele Menschen, die haben Obstbäume in ihren Gärten stehen und lassen einfach jedes Jahr alles fallen oder pflücken selber nur so ein bisschen was. Und warum nicht einfach hingehen und fragen, ob man pflücken darf? Meistens funktioniert das und dann hat man gratis Obst und kann das verarbeiten zu Marmelade oder man friert es ein oder man lagert es, kocht es ein oder lagert es. Und dann kann man wirklich viel, viel Geld sparen und man braucht keinen eigenen Garten dafür. Mein Tipp Nummer 5 ist, koche selber und gehe nicht essen und kauf auch keine Fertigprodukte. Also selber kochen ist meistens wesentlich günstiger als Fertigprodukte zu kaufen und auf jeden Fall günstiger als essen zu gehen. Mal kann man sich sowas natürlich leisten, einfach mal essen gehen ist ja auch was Schönes, aber selber kochen ist nicht nur günstiger, sondern auch wesentlich gesünder, denn man spart sich die ganzen Zusatzstoffe und die ganzen Giftstoffe, die im Essen sind, wenn man weiß, was man isst. Nummer 6 in meiner Tippliste kennt vermutlich der ein oder andere schon, gehe niemals hungrig einkaufen. Denn es ist tatsächlich so, wenn du hungrig einkaufen gehst, dann packst du Sachen in deinen Einkaufswagen, die du nicht brauchst, auf die du gerade Lust hast und es kommt auch viel, viel mehr in den Einkaufswagen, als du eingekauft hättest, wenn du nicht hungrig einkaufen gegangen wärst. Mein Tipp Nummer 7 ist, suche dir Rezepte heraus, die günstige Lebensmittel enthalten, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Nudeln. Und dann mache dir einen Speiseplan. Das heißt, suche dir Rezepte aus und schreibe die auf. Du kannst dann Notizbücher verwenden. Und jetzt mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe auch Notizbücher entworfen und ich habe auch noch ein paar mehr. Könnt ihr gucken auf autarkwoman.com. Oder ihr kauft euch irgendwo ein wunderschönes Notizbuch, was euch gefällt. Oder ihr spart richtig Geld und nehmt einfach nur Zettel, was allerdings ein bisschen schwierig ist, wenn man einen Speiseplan machen möchte und das ein bisschen über Wochen macht, ist so ein Notizbuch schon nicht schlecht. Tipp Nummer 8 ist, schreibe eine Einkaufsliste. Auf die Art und Weise verzichtest du auf Spontankäufe und schaffst es auch, an Sachen vorbeizugehen, die in den Läden strategisch platziert sind, damit man sie dann zum Schluss auch noch mal in den Einkaufswagen packt. Also schreibe auf, was du wirklich brauchst und gehe nur nach deiner Einkaufsliste. Nummer 9. Mache Großeinkäufe. Das heißt, fahr einmal in der Woche einkaufen, richtig groß einkaufen. Dafür ist dann die Einkaufsliste super, weil man vergisst dann auch nichts. Und verzichte darauf, mehrmals in der Woche loszufahren. Erstens kaufst du dadurch wirklich nur das ein, was du brauchst. Wenn du mehrmals einkaufen fährst, landet dann doch mal was im Einkaufswagen, was man nicht braucht. Und zweitens spart es auch noch Geld, weil du Benzingeld sparst. Mein 10. Tipp ist, kaufe regional und saisonal ein, vor allem Obst und Gemüse. Und damit kann man wirklich Geld sparen. Also man muss ein bisschen gucken und dann wirklich die Sachen einkaufen, die nicht weit gereist sind und die es in der Saison gibt. Vergleiche aber auf jeden Fall die Preise, denn nicht immer ist es so, dass das regionale und saisonale auch tatsächlich billiger ist. Mein nächster Tipp ist, vergiss deine Einkaufstaschen nicht. Das können Stofftaschen sein oder diese, die sind zwar aus Plastik, was zwar nicht so schön ist, aber ich habe die schon seit so vielen Jahren. Die habe ich irgendwann, das ist bestimmt 10 Jahre her, gekauft und die halten immer noch. Und das gleiche gilt auch für Obst. Da habe ich mir irgendwann ein Obstnetz genäht, was ich dann mitnehme. Auf diese Weise spart man sich immer wieder neue Papiertüten oder Plastiktüten zu kaufen. Mein nächster Tipp ist, Reste vom Essen niemals wegwerfen. Einfach aufheben, ab in eine Dose und in den Gefrierschrank.
auch, es macht nichts, ob es auch nur ganz wenig ist, weil irgendwann hast du dann so viel zusammen, dann kannst du das alles zusammennehmen und zusammenschmeißen und machst ein Resteessen. In Schweden gibt es dafür sogar ein Wort, das nennt sich Pyttipanna, also gib es in die Pfanne, also schmeiß in die Pfanne. Früher war das wirklich so, da ging es um Resteessen. Heute ist Pyttipanna ein eigenes Rezept. Aber ursprünglich ist es tatsächlich so, dass es nur aus Resteessen in die Pfanne und alles zusammenschmeißen war. Und damit spart man sich dann auch Geld. Mein nächster Tipp ist, altes Obst nicht wegwerfen. Es sei denn, es ist natürlich total vergammelt. Aber Bananen, die schon überreif sind, die man so nicht mehr mag, kann man wunderbar zu einem Bananenkuchen verarbeiten. Und bei anderem Obst wie Äpfel, wenn das nur eine kleine Stelle ist, dann wegschmeißen, ist wirklich keine gute Idee. Das kann man rausschneiden und den Rest des Apfels kann man dann verwenden für Obstsalat oder man friert es ein. Also ich friere sehr, sehr viel Obst ein. Auf die Art und Weise verwahre ich mein Obst, was ich selber anbaue. Und ich verwende sehr, sehr gerne mein Obst in Gemüsepfannen. Also es schmeckt wirklich super, wenn da ein paar Äpfel mit drin sind, ein paar Beeren mit drin sind. Auch Birnen, was man so hat, was man verträgt, schmeckt gut. Und wenn man dann auf diese Art und Weise das verschrumpelte Äpfel, die man so nicht mehr essen möchte, verarbeiten kann, spart das auch Geld. Mein nächster Tipp ist, kaufe immer in Großpackungen ein, wenn es möglich ist. Aber vergleiche die Preise, denn nicht immer ist es so, dass die Großpackungen billiger sind. Denn Läden sind nicht fair, Läden wollen Geld verdienen und Läden wissen auch, dass viele Leute nach Großpackungen gucken, weil die Nummer normalerweise günstiger sind und dann machen sie zufällig mal teurer, damit sie Geld verdienen. Also Großpackungen sind im Großen und Ganzen wesentlich günstiger, aber die Preise vergleichen, damit man nicht in eine Falle läuft. Mein nächster Tipp ist im Laden und da gibt es mehrere kleine Tipps, deswegen habe ich hier jetzt meine Liste. Und zwar im Laden. Erstmal vergleiche immer die Preise anhand des Kilopreises, damit du wirklich weißt, was tatsächlich günstiger ist. Nutze Angebote. Kann man wirklich machen. Also da schaut man, was ist gerade günstiger, aber das machen wahrscheinlich die meisten sowieso schon. Das nächste ist, kaufe gerne die Eigenmarken des Ladens anstatt Markennamen, denn die Eigenmarken sind meistens wesentlich günstiger. Eine weitere Sache im Laden ist, dass es so ist, dass auf Augenhöhe die teuren Sachen platziert sind. Das ist strategisch vom Laden so gemacht. Wenn man aber nach oben oder nach unten guckt, da stehen dann die günstigeren Angebote. Also mein Tipp da ist, nach oben oder nach unten schauen und gucken und vergleichen. Kurz vor Ladenschluss gibt es im Laden oft Rabatte auf Wurstwaren, Fleischwaren und auch Gemüse, sowas, was halt verdirbt. Da kann man dann auch mal gucken und ein Schnäppchen machen. Und beachte auch das Haltbarkeitsdatum, denn oftmals sind Produkte, die sich dem Ende des Haltbarkeitsdatums nähern, günstiger oder herabgesetzt. Und jetzt magst du vielleicht denken, ja, was soll ich mit Sachen, die sich schon dem Haltbarkeitsdatum nähern? Ja, also wenn du nicht alles auf einmal isst, dann kannst du das verarbeiten und einfrieren und lagern. Auf diese Art und Weise kann man tatsächlich Geld sparen. Und mein nächster Tipp zu Hause, da finden sich vielleicht auch mal Sachen im Schrank, die schon das Haltbarkeitsdatum überschritten haben. Und das bedeutet nicht, dass man die sofort wegschmeißen muss, denn es heißt mindestens haltbar bis und nicht sofort schlecht ab. Das heißt, die meisten Produkte, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen sind, sind noch essbar. Das heißt, öffne das Paket, rieche dran, schmecke dran und entscheide dann selber, ob das noch gut ist. Manche Produkte sind sogar ewig haltbar, wie Honig zum Beispiel. Ein Haltbarkeitsdatum steht trotzdem drauf, weil es Pflicht ist. Und das ist bei einigen Produkten so. Also solche Sachen wie Reis, also alles, was trocken ist, hält sich jahrelang. Da muss man nicht auf das Haltbarkeitsdatum achten. Man muss dann halt wirklich gucken, riechen, sehen, wie das noch aussieht und ob das noch schmeckt.
Und Honig zum Beispiel würde niemals schlecht werden. Es wird nur dann ranzig, wenn man zum Beispiel das Messer mit Butter reinsteckt oder Brotkrümel drin hat. Mein nächster Tipp ist, nimm dir Essen mit zur Arbeit. Mach also ein Lunchpaket und ess nicht in der Kantine oder geh irgendwo essen. Also Essen mitnehmen spart auf jeden Fall Geld. Ein weiterer Punkt, der sehr viel Geld spart, ist, ich trinke selber nur Leitungswasser. Das mag dem einen oder anderen zu banal sein, das schmeckt vielleicht nicht oder wie auch immer. Also erstmal ist Leitungswasser meistens genauso gesund wie gekauftes Wasser. Und Leitungswasser kann man noch pimpen, man kann Zitronensaft reinmachen, wenn es einem nicht schmeckt. Oder man kann einen Tee draus machen oder man kann Apfelschalen reinlegen oder Ingwer. Und man kann auch alles mischen. Also im Internet findet man da extrem viele Tipps dazu, wie man Wasser aufwerten kann, damit es nicht so langweilig schmeckt. Mir persönlich schmeckt Wasser super, also ich brauche da nichts dran machen. Und es spart sehr, sehr viel Geld, wenn man keine Obstsäfte mehr kauft und keine Energiedrinks oder Cola oder was weiß ich nicht noch alles, was absolut unnötig ist und auch nicht gerade gesund ist. Ich sage natürlich nicht, dass du es nie machen sollst. Also es geht nie darum, etwas nie zu machen, sondern es geht darum, Geld einzusparen, das heißt, etwas zu reduzieren. Genau dasselbe gilt für Fleisch und Fleischprodukte. Fleischprodukte sind sehr teuer und es ist absolut nicht nötig, dass man jeden Tag Fleisch isst. Ja, ich weiß, es gibt Leute unter euch, mein Mann gehört übrigens auch dazu, die sehr, sehr, sehr viel tierische Proteine brauchen, um zu funktionieren, aber die meisten gehören nicht zu dieser kleinen Gruppe. Und man braucht Proteine. Aber es ist durchaus möglich, diese Proteine durch Linsen oder Kichererbsen oder Bohnen zu sich zu nehmen, was wesentlich günstiger ist und auch wesentlich gesünder. Man sollte den Fleischkonsum, wenn es möglich ist, etwas reduzieren, auch für die Gesundheit. Aber es hilft auf jeden Fall auch dem Geldbeutel. Dann habe ich einen Tipp für euch, den ich selber nie ausprobiert habe, den ich aber im Internet gefunden habe und sehr interessant finde. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere und kann dazu was schreiben in den Kommentaren. Und zwar gibt es kostenloses oder günstiges Essen bei Apps wie Foodsharing oder Too Good To Go. Ich kenne es nicht, ich habe da nur mal drüber gelesen, dass das funktionieren soll, kann da aber selber nichts zu sagen, so vielleicht kann da ja jemand helfen und das in die Kommentare schreiben. Was aber auf jeden Fall wieder ein guter Tipp ist, ist teure Laster wie Rauchen, Alkohol, Süßigkeiten und solche Sachen einzuschränken. Das spart nicht nur sehr, sehr viel Geld, es ist auch gut für die Gesundheit. Mein letzter Tipp ist nicht Geld sparen bei den Nahrungsmitteln, sondern Geld sparen beim Zubereiten der Nahrungsmittel, also im Grunde genommen Strom sparen. Und da kann man, ja, da geht es darum, beim Kochen so wenig Wasser wie möglich im Topf zu haben, den Deckel drauf zu haben, den passenden Topf zu den verschiedenen Dingen benutzen und auch die passende Herdplatte benutzen. Und gerne in großen Mengen kochen und zubereiten, um dann das einzufrieren und später zu verwenden. Dadurch spart man Geld, weil der Herd wirklich viel, viel Strom zieht. Und dasselbe ist, wenn man schon mal am Backen ist oder den Backofen benutzt, dann kann man auch gleich nochmal ein Blech mit noch was anderem reinschieben, was man dann auch wieder einfrieren kann. Also da lässt sich auch einiges an Strom sparen. Für alle hier, die meine Musik gerne mögen, also ich mache ja meine Musik auf meinem Kanal Autark Woman selbst, das heißt, ich spiele Harfe und viele der Stücke habe ich auch selbst geschrieben, nicht alle, aber viele.
Und ich habe jetzt endlich es geschafft, meine eigene Musik, also die Stücke, die ich selbst geschrieben habe, in zwei Alben zusammenzufassen. Und wen das interessiert und wer das gerne erwerben möchte, kann das nun tun auf Bandcamp unter meinem Künstlernamen Marit Rolfsdatter. Außerdem kennt ihr schon meinen neuen Kanal Weg ins Glück, dann könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Dort erzähle ich, wie ich es geschafft habe, ein glückliches Leben zu führen. Und das war's dann heute für heute aus dem etwas anderen Video bei mir. Nächstes Mal gibt es dann auch wieder die normalen schönen Landschaftsaufnahmen und was ich so gemacht habe in letzter Zeit. Ich wünsche euch alle eine wunderschöne Woche und hoffe, dass euch auch dieses etwas andere Video gefallen hat und dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen.